Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Hearthstone im Spielen gewerteten Modus mit mir, dem Lin. Ja, und am Ende der letzten Episode, beziehungsweise auch am Anfang der letzten Episode, da habe ich euch ja schon erzählt, dass ich in dieser Episode den Basisdeck Druiden machen möchte. Grund dafür habe ich euch schon tausendmal erzählt, ich möchte alle Basisdecks einmal in einer Episode abkauen. Wen das nicht interessiert, der kann die Episoden sehr gerne skippen. Ich beschrifte die auch immer, dass ihr sehen könnt, was ich so grob in der Episode mache. Und wenn euch das nicht interessiert, bin ich echt nicht böse, wenn ihr die Episode mal auslasst. Wie gesagt, die Basisdecks sind nicht von hohem Erfolg gekrönt. Ich glaube auch nicht, dass ich es hier schaffen werde mit so einem Deck einen Win nach Hause zu fahren, aber gucken wir mal, ne? Grundsätzlich sieht das Basis-Druiden-Deck gar nicht mal so schlecht aus im Verhältnis zu den anderen, wenn ich ehrlich bin. Also, der Yeti ist auf jeden Fall gut und der Ogre ist nicht schlecht. Gucken wir mal. Auf jeden Fall auch Buffkarten drin. Basis-Deck-Druide. Was soll ich sagen? Wir legen direkt los. Und nach der Episode wird das Basisdeck Druide dann auch gelöscht. Ich möchte ein bisschen Platz machen. Und ihr wisst ja, wie ich bin, ne? Ich kann so ein Deck doch einfach nicht eliminieren, ohne dass ich es gespielt habe, ne? Das hatte ja auch mal eine Existenz. Gegen Gul'dan. Eure Seele wird... Ja, den Namen kann ich leider nicht vorlesen von dem Kollegen hier. Koikott. Ich versuche das erst gar nicht. So, ist ja auch völlig egal. Wir sind ein Hexenmeister auf Rang 17 bin ich aktuell. Und meine Starthand sieht schon mal miserabel aus. Ich glaube, schlimmer hätte sie gar nicht aussehen können. Ich kann nämlich gar nichts spielen. Im nächsten Zug könnte ich hier Wildwuchs machen. Das mache ich auch. Im nächsten Zug könnte ich dann schon bald mal langsam anregen und Ogre anpeilen. Aber dann ist die Katze natürlich auch schon mehr oder weniger aus dem Sack. Das ist nämlich die beste Karte, die ich hier im Deck habe, so wie ich das kurz überfliegen konnte. Flo-Flee! So. Wer jetzt natürlich direkt eine Antwort dagegen hat, dann sehe ich schon ziemlich alt aus hier mit den zwei heilenden Dingern und der Ollen. Tja. Jetzt die Frage, mache ich hier ein Trady oder was? Oder gehe ich Face? Ne? Das ist wieder so eine Sache. Sieht mir nicht so aus, als könnte er so schnell was dagegen tun. Aber wer weiß. Wenn er mir den jetzt abholt im nächsten Dingen, dann ärgere ich mich schwarz. Aber so ist es dann nun mal. So. Für Nasjata. Oder was auch immer sie sagt. Komm schon, Basisdeck Druide, hier muss was drin sein heute. Hier muss was drin sein. Ah. Ah, ich hatte das irgendwie im Urin, ne? Deswegen hatte ich überlegt, komm, gehst du Face, er ist der Typ, der traden muss. Na, wie jetzt so ist, ne? Naja. Nicht wissen, wie ihnen geschieht. Schwierige Situation. Dunkelbombe, weltliche Ängste. Jopp, da haben wir's. Und ein Tap. Okay. Es kommt mir so vor, als wären diese Basisdecks alle so rasch intensiv. Keine richtigen Su-Rush-Decks oder so, aber sie kommen mir doch relativ aggressiv vor. In the long run haben die meistens Probleme, die Basisdecks.
Ja, wie jetzt zum Beispiel. Ich könnte den sogar kaputt machen, aber dann hätte ich alles verloren. Hoffentlich kann er den nicht killen. Ach du meine Güte. Jo, Alter! Hau raus, Junge! Ja, okay. Das war's. GG. Gut gespielt. Ich frage mich ab. Das Ding ist fast um. Ich bin dödlich. Oh Gott, läuft das mies. Ja, was kann man so erzählen? Was habe ich danach so vor? Ich glaube, ich gucke mir noch mal an, was die anderen Klassen vermutlich. Schurke oder so. Ich guck mal nach den Dailies. Ich muss auch noch ein Kartenchaos aufnehmen. Vielleicht mache ich das auch erst. Ach. Meine Güte. Ja, was soll ich sagen? Tja. Sorry, ich bin ein bisschen müde und auch merke ich, dass ich hier null Schnitte habe und deswegen gut gespielt. Bringe ich das jetzt mal hinter mich. Ne? Ich meine, ich möchte euch nicht quälen und ich möchte mich nicht quälen. Es soll uns ja allen Spaß machen, ne? Mir als Spieler und euch als Zuschauer. Und das war momentan ziemlich aussichtslos. Auch wenn ich jetzt nicht so der Typ bin, der häufig und gerne surrendert. Ihr wisst ja, wie das ist, ne? Ihr guckt das ja, ihr wisst das ja. Da brauche ich euch ja gar nichts zu sagen. Ne? Ich hab schon wieder Durst. Malfurion gegen Rexha. Ah, ich muss auch mal was anderes trinken, wie das schwarze Zuckerwasser, ne? Das ist nicht gut auf Dauer, ne? Da wird man dick und fett wird man davon, ne? Und ist auch nicht gesund, ne? Bevor ich hier noch, was weiß ich, was. Ich hol mir jetzt erstmal. Ich hol mir jetzt erstmal. Also was heißt holen? Hier vorne steht es auf dem Boden. Ah, schönes, klares Wasser, ne? Einfach. Normales Wasser. So, was machen wir denn hier? Das hat er noch nie gesehen in seinem Leben. Hat er noch nie gesehen, der Poli. Hat er noch nie gesehen, die Karte. Wie sein Lepragnom von der abgeholt wurde. Noch nie hat er das gesehen. Und er denkt sich jetzt, Alter, was ist bei dem nicht richtig? Was hat der für ein Deck? Ja, ja, Poli. Ja? Das ist schon ein bisschen merkwürdig, gib's ja zu. Ich weiß,
Es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Auf meiner Seite. Micha. Der übelste Zug und er denkt sich, oh no, was kommt jetzt? Und dann kommt so ein 2-7er. Bob, der nichts ausrichten kann. Entschuldigung. Wer auch gehen muss, ne? Hashtag Ansteckung oder was? So. Das ist ein sehr unangenehmes. Ach! Ja, gut gespielt, was soll ich sagen? Komm, ich zünd mal die Rakete, vielleicht gibt mir das ein bisschen Glück. Oh my gosh. Eigentlich eine gute Gelegenheit, ne? Warte. Na gut, wenn ein Dude spielt, mich das Messer trifft, dann rennt er mit dem Yeti rein und ich hab gelitten, ne? Ach komm. Do it. Just do it. Vielleicht rennt er mit beiden rein, das wäre geil. Komm, das Messer trifft Face. Und auch sonst hast du keine Antwort. Ah, das ist jetzt natürlich mies, ne? Das ist jetzt natürlich sehr gemein. Okay. Läuft ja super. Die Tore sind geöffnet. Jetzt reicht's. Du dreckiger Jäger, du. Ich mach dich fertig. Mit dem Basisdeck. Poli, ne? Was glotzt so? Oh, wer glotzt denn da? Was glotzt denn so? Oh ja. Nein. Lass die Runde los und ich bin deutlich. Oder irgendein Zauber. Ach ja. Das ist nicht schön, aber könnte durchaus furchtbarer sein. Überleg gut, was du tust. Gut gespielt. Ja, du denkst, es ist schon vorbei, ne? Ja. Hat er gedacht.
es ist trotzdem vorbei. Ich kann nichts tun. Sie werden nicht wissen, wie ich. Yay, ich hab Damage gemacht! Ich habe Damage gemacht! Wilson, ich hab Damage gemacht! Ich lass die Runde. Feuerwerk! Na, so schnell kriege ich den jetzt natürlich nicht platt. Schnell, gib mir eine Antwort! Das ist nicht die, die ich mir erhofft habe. Yo! Dödem. Dödem. Dum 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 dum. Oha, das wäre so schön gewesen, wenn er früher gekommen wäre, ne? Tja. Yay! Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich kann nicht. Komm, jetzt sind wir einmal solo, ne? Ach, vielleicht baller ich auch noch eins durch, komm. Ach, jetzt sind wir gerade dran, weißt du. Tschüss.